Herzlichen Dank für die Frage. Also man kann mir durchaus vorwerfen, in einer Minute allgemein zu sein. Ich kann aber durchaus auch konkreter werden. Die europäischen Werte sind eine Sache, aber zu den europäischen Werten gehört zum Beispiel auch, dass ein Mitgliedstaat ein Rechtsstaat ist. Und zu einem Rechtsstaat gehört unter anderem die Gewaltenteilung und das Demokratieprinzip. Wenn zum Beispiel ein Verfassungsgericht in Budgetfragen und in Steuerfragen keine Kompetenz mehr hat, dann ist das eine Beschneidung der Gewaltenteilung in diesem Fall und durchaus ein fragwürdiger Zustand. Insofern glaube ich durchaus, dass man das ansprechen kann. Die anderen Fragen, wie gesagt, die Zweidrittelmehrheit, inwiefern ist das vereinbar mit der parlamentarischen Demokratie, wenn zukünftige Regierungen keinen Handlungsspielraum mehr haben? Und ich sehe, dass schon die Punkte leuchten, ich also insofern keine Zeit mehr habe. Aber man kann das auch durchdeklinieren. Die Frage lebenslanger Strafen ohne der Möglichkeit einer Berufung oder einer Revision zum Beispiel vor einem höchsten Gericht. Ist das vereinbar mit dem Demokratieprinzip und auch mit dem Rechtsstaatsprinzip der Europäischen Union? Das sind Fragen, die man aufwerfen darf. Und ich glaube, das sind Aufgaben, die die Kommission zu prüfen hat.